Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs mit Baby Bronco als Captain. Und wir haben in der letzten Folge schon erfolgreich überlebt, haben aber allerdings nur noch 3 Dosen Suppe. Ich bin aber überlegen, ob wir vielleicht gleich Dosen Suppe herstellen. Mit ein bisschen Glück bringt er mit uns ein bisschen was mit. Während du die Außenseite des Schiffs überprüfst, stolperst du über etwas, das halb im Sand vergraben liegt. Du nimmst dir ein paar Minuten Zeit und gräbst es frei. Anscheinend ist es eine Suppendose, die von einer Steinhand umschlossen wird. Du könntest versuchen, sie gewaltsam herauszuziehen, aber dabei würdest du das Steinwerk wahrscheinlich beschädigen. Du könntest sie auch in Ruhe lassen und dir die Stelle erstmal genauer ansehen. Denk aber daran, später könnte die Dose nur schwer wiederzufinden sein, weil die Umwetter auf diesem Planeten alles wieder so schnell mit Sand und Staub bedecken. Wir ziehen es raus, wir haben die Stärke. Ich glaube an unsere Macht und die Stärke von Baby Bronco. Übertragungsprobleme. Die Suppendose, die du in der Nähe des Schiffs gefunden hast, war faszinierend genug, um dich zum Entschluss zu bringen, sie dir zu schnappen. Mit einem starken Ruck hast du den Behälter aus dem steinernen Griff gerissen und festgestellt, dass sich nur ein kleines bisschen Suppe darin befand. Du hast die Suppe probiert und sie hat dir so gut geschmeckt, dass du direkt die ganze Dose geleert hast. Es war zwar keine ganze Portion, aber etwas sättigen konnte sie dich trotzdem. Du machst dir allerdings noch Gedanken über die Statue, die sie gehalten hat. Aber Essen haben wir bekommen. Emmett hat seine... Wieso habe ich... Okay, egal. Wir lesen es erstmal durch. Emmett hat seine Reise in die Schlucht überlebt. Er ist wohl von Steinschlägen betroffen worden. Abgemagert, brabbelt etwas von Echo, aber die Hauptsache ist, dass er noch atmet. Du schnappst dir einen Stuhl, als er beginnt, von seinen heiklen Missionen zu schwärmen. Die ständigen Steinlawinen haben Emmett mehr als nur metaphorische Kopfschmerzen bereitet. Ist er verletzt? Emmett hat in der Schlucht Mineralien gefunden. Die umgebenden Wände waren von Schaufeln und Spitzhacken gezeichnet. Okay. Wir haben Batterien gefunden, sehr schön, und Suppe. Die Tatsache, dass man hier draußen Suppe findet, wird mich immer aufs Neue beeindrucken. Wie dem auch sei, Emmett ist mit Suppe zurückgekehrt. Na, nicht schlecht. Emmett ist eindeutig schwach. Schwach und müde. Okay, du kriegst eine Suppe und die Socke. Und du hast ja Essen ohne Ende noch. Ne? Gute Neuigkeiten, Captain. Wir haben eine eingehende Übertragung. Sie wird jetzt abgespielt. Oh nein, die Kommunikation ist gestört. Das Signal ist nicht stark genug. Vielleicht könnte dein Besatzungsmitglied auf das Schiff steigen und versuchen, die Empfangsschüsse neu auszurichten. So schwach wie er ist, aber ich werde es versuchen. Ich meine, wir schicken ihn sowieso bald wieder los. Von daher. Verbessern. Wir verbessern das Herstellungsmodul. Gucken wir mal. Vielleicht würde er vorher etwas essen und dann hochsteigen. Das wäre mein Traum. Nie wieder, wenn ein Mitglied schwach ist. Scheiße. Ah, Scheiße. Schlechte Neuigkeiten, Kemet. Captain Emmett ist gestern nicht nur unfähig gewesen, unseren Empfang durch das Ausrichten der Satellitenschüssel auf dem Schiff zu verbessern, sondern er hat sich dabei auch noch verletzt. Er ist vom Dach gestürzt und direkt auf ein paar Felsen geknallt. Wir können uns den Luxus einer Aufgabe nicht leisten, wenn wir diesen Planeten verlassen wollen. Du musst einen anderen Weg finden, um uns eine störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. Ansonsten könnten unsere Tage gezählt sein. Ja, okay. Ja, das bringt mir jetzt auch wesentlich gar nichts. Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen. Na komm, nehmen wir es mit. Das sind Ressourcen, die er da benutzt hat. Kann ich das nicht abbrechen? Ich meine, ich brauche das jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße.
Was jetzt? Ich hätte alternativ versuchen können, das Telefon zu verbessern. Irgendeine Kommunikation. Bringt mir alles jetzt gar nichts mehr. Können gerne den Scheiß herstellen und hoffen, dass wir den irgendwie noch brauchen. Captain, ist dir aufgefallen, dass sich Dinge im Shuttle manchmal geringfügig bewegt haben? Nur ein, zwei Zentimeter in die eine oder andere Richtung. Aber trotzdem, ich würde das sofort als Mikroschwingungen abtun. Aber ich habe keine einzige verzeichnet. Wenn du dich darauf konzentrierst, diese Bewegung zu beobachten, dann können wir vielleicht die tiefere Wahrheit dahinter herausfinden. Aber da es sich nur um ein geringfügiges Ärgernis handelt, ist es deiner Aufmerksamkeit vielleicht nicht wert. Würdest du dieses Phänomen gerne näher untersuchen? Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Ich ziehe jetzt an jedem Strohhalm, Leute. Ich ziehe an jedem Strohhalm. Vielleicht kriegen wir noch. Keine Ahnung. Ich bin verletzt. Vielleicht kriegen wir noch Mannschaftsmitglied irgendwie dazu, aber ansonsten fällt mir nicht ein, wie wir das Ganze noch überleben können. Du hast dir trotz deines vollen Terminkalenders etwas Zeit genommen, um ein Auge auf die kleinen Objekte im Shuttle zu haben. Ja, einige davon bewegten sich, vor allem, wenn du nicht hinsiehst. Eindeutig und offenbar aus eigenem Willen. Du hast festgestellt, welche Gegenstände am häufigsten von diesem Phänomen betroffen waren und diese dann gesichert, damit nichts von den Regalen auf Tischen fallen kann. Diese praktische Herangehensweise hat das Problem. Was? Diese praktische Herangehensweise an das Problem gab dir das Gefühl, wirklich clever zu sein. Du bist topfit. Aber wieso bin ich jetzt verletzt? Wodurch? Das steht nicht mal da. Warum stellen wir die Gasmaske her? Captain, hinter dir, ein dreiköpfiger Ruski. Ah, tut mir leid, Captain. Ich habe nicht erwartet, dass du für diese Routineübung so hoch springen und dir den Kopf anschlagen würdest. Okay, Moment, Moment. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Er hat mich verletzt. Du dreckiges Subjekt. Ich habe nicht erwartet, dass du für diese Routineübung so hoch springen und dir den Kopf anschlagen würdest. Das sieht übel aus. Ah, da hast du was Rotes. Wenn du etwas hast, womit du die Wunde behandeln kannst, empfehle ich dir, stark Gebrauch davon zu machen. Wir nehmen das Klebeband, weil das nicht kaputt geht. Hoffe ich. Aber vielleicht sind wir einfach zu doof dafür. Vielleicht sind wir einfach zu doof, um das Klebeband zu benutzen. Ja, gut, ich bin geheilt. Klebeband hat ca. 1337 Anwendungsmöglichkeiten und es ist noch da, glaube ich, aber mit verdecktes. Okay, immerhin. Immerhin. Komm, stellen wir die Rüstung her. Immer wenn ich was herstellen will, was ist denn los? Ein netter alter Mann, der aussieht wie Charles Darwin, klopft höflich an unsere Hauptschleuse. Du lässt ihn hinein, wie sieht's mit meinem Hunger aus? Okay. Du lässt ihn hinein, er gibt dir die Hand und lässt sie mit seinem eisernen Griff nicht mehr los. Ach, der Typ schon wieder. Den verpassen wir eins bei der Schaufel, ey. Wird schon sehen, was er davon hat, mich anzufassen. Aber wir hatten die Rüstung nicht. Ein feindlicher, oder gut, wozu brauchen wir noch die Schaufel? Und den Sowjets geschaffener Darwin-Androide hielt dich in seinem Griff fest. Eine Schaufel ist mächtiger als das Schwert, riefst du zu dessen Überraschung und erklärtest, dass es beim Überleben um Zusammenarbeit geht, nicht die Stärke des Einzelnen. Ich habe dich aufgenommen und du hast mich angegriffen, als ob du gegen das Gemeinwohl wärst. Bist du etwa ein schlechter Kommunist, spottest du? Der Angreifer zögerte. Du hast ihm befohlen, die Worte "Ich werde nicht jagen, ohne zu denken" in den Boden zu graben, 100 Mal, okay? Jetzt Schaufel komplett im Arsch, oder was? Kann sie nicht mal reparieren. So, soll ich die Puppe noch herstellen? Ja, komm, stellen wir die Puppe noch her. Hungrig?
Unser Alltag ist weniger öde geworden, seit einige niedliche Kreaturen mit Enterschnabeln ihr Nest in unserer Nähe errichtet haben. Sie lieben es, dir die Beine innig zu umarmen. Wir sollten sie vertreiben oder uns an diese Hindernisse gewöhnen. Keine Ahnung, dann tritt die doch weg. Ist noch stark genug. Kann ich auch irgendwie bestimmt wie ein Football beitreten. Na, ich bin jetzt bestimmt verletzt. Die haben mich bestimmt angegriffen. Nein, alles gut. Du hast die umarmenden Pelztiere vertrieben. Es waren zwar einige angetäuschte Tritte und viel Getrampel nötig, doch nun sind sie weg. Deine Maske hat sich als besonders nützlich erwiesen, als einer der Pelzbälle versuchte, dein Gesicht zu umarmen. So niedlich das auch gewesen sein mag, hat es doch etwas Raubtierhaftes an sich. Was für eine Maske. Ja, zumindest sind wir energiegeladen. Hey, es gibt Schlimmeres. Wir leben noch. Noch. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum? Ein geheimes Lager? Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Mit Stärke. Ich hab noch irgendwie die Hoffnung, dass wir irgendwie das Ganze schaffen zu gewinnen. Aber ich weiß nicht. Ich zweifle stark. Oh, ich bin weg. Oh, ich habe eine Schaufel bekommen. Du hast gestern eine Wandplatte entfernt und einen versteckten Hohlraum dahinter gefunden. Die Platte war ziemlich schwer, doch du hast sie ohne Probleme abgerissen. Gut gemacht für einen Menschen. Allerdings gab es auf der anderen Seite nichts Aufregendes, nur eine Schaufel und eine Menge alte Spinnenweben. Gut, dass du keine Angst vor Spinnen hast. Zumindest hast du das behauptet, bevor du aufgequiekt und mit deiner mit Spinnenweben gepickten Hand herumgewuchtelt hast, als stünde sie in Flammen. Na gut, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Könnt ihr jetzt noch was zu essen machen, tue ich aber nicht. Ne? Steine habe ich auch nichts mehr. Ist ein bisschen kacke. Aber gut. Wir sind draußen, laufen herum, es kommt ein Komet und wir müssen jetzt ausweichen oder den Kometen zertrümmern. Vielleicht kriegen wir dafür ein paar Teile, wenn wir ihn zertrümmern. So Steine. Wenn stark genug sind wir doch. Oder? Oder? Nein, ich bin verletzt. Cool. Du hast einen mutigen Versuch unternommen, den anrauschenden Asteroiden mit einem schweren Felsbrocken abzuwehren, doch er war einfach nicht dick genug. Er hat zwar einen Teil des Aufpralls gedämpft, doch du wurdest trotz Samtschild zu Boden geschmettert. Du magst zwar etwas mitgenommen sein und Schmerzen haben, doch du hast den Aufprall eines Himmelskörpers überlebt. Das verdient ein T-Shirt mit dem knackigen Slogan »Mindestens«. Ich kümmere mich um das Design. Sind so am Arsch. Ich weigere mich, was herzustellen, wenn wir es nicht brauchen. Also diese Nacht beginnt gerade interessant zu werden. Du wirst von einem Albtraum geweckt. Während deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, bemerkst du plötzlich, dass du nicht alleine bist. Du erkennst eine Gestalt in den Schatten. Sie bewegt sich nicht, scheint dich aber direkt anzustarren. Du kannst sie nicht einfach ignorieren, Captain. Was wirst du tun? Sie anzünden? Hab ich eine andere Möglichkeit? Ich bin so verloren, wenn ich jetzt schon wieder verletzt bin, ey. Oh, das wär's doch. Ah. Das war eine witzige Nacht, Captain. Als du aufwachtest, sahst du jemanden in der Dunkelheit stehen. Die Gestalt bewegte sich nicht und starrte nur. Angsterfüllt hast du dein Feuerzeug gezückt, um den mysteriösen Besucher erkennen zu können. Und, glaub es oder nicht, dein schlimmster Albtraum entpuppte sich als eine Maske, die an einem Kleiderständer hing. Und du hattest solch eine Angst. Eigentlich ziemlich witzig. Ich bin sicher, wir werden morgen alle darüber lachen. Schau, ich mach den Anfang. Ey, dieser Roboter ist toll. Also, ein Roboter, der dich auslacht? Kann man immer gebrauchen. Okay, ich sehe immer noch energiegeladen aus und wir können uns darauf einstellen, den hier zu bauen. Oh, habe ich Hunger? Zum Glück. Weltraum-Kakerlaken. Igitt, wie ekelhaft. Ich dachte, es wäre nur ein Klischee, dass Küchenschaben als einziges eine nukleare Apokalypse überleben. Doch anscheinend hat sich eine ganze Sippe unserer sechsbeinigen Freunden bei uns eingeschlichen. Captain, sei vorsichtig. Diese Schaben sind größer, intelligenter und weitaus gefährlicher als die durchschnittlichen Vertreter ihrer Art. Du könntest versuchen, sie zu töten oder sie in Ruhe lassen. Ich werde sie nicht töten. Ich werde es nicht riskieren, mich zu verletzen. Habe ich wenigstens ein paar Leute, mit denen ich mich unterhalten kann? Ist doch auch nicht schlecht, oder?
Ich meine, so werde ich nicht verrückt. Du hast die Schaben nicht gejagt, sondern beschlossen, mit ihnen an Bord des Shuttles Waffenstillstand zu schließen. Die Schaben schätzten deine friedliche Einstellung und haben dir etwas hinterlassen, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Das waren keine gewöhnlichen Schaben, Captain, sondern das Ereignis eines streng geheimen Regierungsexperiments. Sie haben dir eine Waffe und die folgende Nachricht hinterlassen. Das schmeckt uns nicht. Nimm du es ruhig. Viele Grüße von den Edgars. Wir werden trotzdem nicht überleben. Guten Morgen, Captain. Erinnerst du dich, wie wir diese Übertragung erhalten haben? Aber das Signal nicht stark genug gewesen? Ah, ich konnte mich... Ah, ich hab's vergessen. Ah, na gut, ich meine, man muss ein bisschen länger überleben dafür. Ah. Das letzte Mal habe ich es nicht gewagt und da habe ich diesen Schritt gemacht. Und der hatte dann funktioniert. Ja, wir werden die Kommunikation mit der Batterie herstellen. Ich habe sie doch nicht umsonst mitgenommen. Direkt. Das regt mich jetzt gerade richtig auf. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch überlebe, aber... wird schwer. Aufregende Neuigkeiten, Captain. Nachdem du die Batterien-Kommunikationsmodul ersetzt hast, ist unser Empfang viel besser geworden, was uns erlaubt, sogar schwache Übertragungen über große Entfernungen zu empfangen. Wenn wir das nächste Mal eine Übertragung erhalten, sollten wir sie laut und deutlich hören können. Jetzt müssen wir nur noch warten. Was zeichnest du da, Captain? Ist das Schinken? Ich verstehe, du hast genug von der Suppe und siehst dich nach Erdnahrung. Reißt dich zusammen, das führt doch zu nichts. Zum Glück habe ich genau das richtige Programm für diese Situation. Es heißt, es gibt noch mehr als Bock, Wurst und Kartoffelsalat. Das sollte dich auf andere Gedanken bringen. Würdest du gerne an dem Programm teilnehmen? Ich habe nichts zu verlieren. Ich sage einfach mal nein. Und dann warten wir eine Runde. Vielleicht esse ich, keine Ahnung, die Couch. Oder Emmett. Du hieltest es für besser, nicht an der Anti in der Vergangenheit schwelgenden Therapie teilzunehmen. Ich meine natürlich Programm. Wenn du glaubst, dass es besser war, den ganzen Nachmittag über an Waffeln und Vanilleeis zu denken, kann ich dir sagen, das macht das Leiden nur noch schlimmer. Die vielen Gedanken ans Essen haben dich noch hungriger gemacht. Du solltest abschalten, die Vergangenheit ruhen lassen und das Essen vergessen. In diesem Sinne, guten Appetit, ich meine, gute Nacht. Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist oder einfach nur das Glück hast, aber wir haben auf jeden Fall einen richtig guten Verbandskasten gemacht. Nicht schlecht. Na gut, essen wir jetzt was. Captain, es scheint da einen Fehler zu geben. Captain, tu etwas. Oh, oh, wir werden mit Stärke hantieren, aber wir sind zu schwach und werden versagen. Okay, wir werden auf jeden Fall die Quest, die wir gerade gemacht haben, nicht nochmal negativ beurteilen. Das wäre ja kacke. Hallo, Captain, der Fehler wurde beseitigt. Der automatische Systemneustart hat das erledigt. Ich fürchte, dass deine fliegenden Fäuste nicht dazu beigetragen haben. Ich behaupte sogar, all das Hämmern schmerzhafter für dich war als für mich. Du solltest dich nicht so überanstrengen, Captain. Ich würde dir raten, etwas zu essen, bevor du vor Erschöpfung ohnmächtig wirst. Ja, gut. Essen wir noch was. Und stellen dann die letzte Suppe her. Die vorletzte Suppe. Oh Gott. Captain, ganz in der Nähe wächst aus einem Riss im Boden eine adrige blaue Frucht. Sie pulsiert leicht. Möchtest du sie essen? Ja, gerne. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, sie zu essen, dann werde ich jetzt auf jeden Fall keine Suppe essen. Normalerweise würde ich einem Menschen niemals solch einen unbedachten und unverantwortlichen Entscheidung überlassen. Doch in der Nähe befindet sich weitere. Okay. Vielleicht können wir uns davon ernähren, das wäre nicht schlecht. Wenn ich jetzt ausgehungert bin, hat es nicht funktioniert. Du hast beschlossen, dass man die blaue Frucht in der Nähe des Schiffs mal probieren könnte. Von Völlerei überkommen, sankst du deine Zähne in das Fruchtfleisch, doch aus dem Genuss wurde schnell der blanke Horror. Die andere Hälfte war voller sich windender lila Würmer. Du versuchtest, sie auszuspucken, doch dabei überkamen dich heftige Krämpfe. Als du einige Minuten später wieder zu dir kamst, behauptest du, dass dein Gehirn brummen würde, als ob es doppelt so schnell laufen würde. Da machtest du plötzlich einen Handstand und liefst umher. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich richtig gut drupp. Oder? Geschmeidig, passabel, mächtig. Naja, gut. Gibt Schlimmeres, ne? Aber geben wir die erstmal essen. Ja, das war's. Bald müssen wir die Sachen hier auseinanderbauen. Ich würde 30 Brocken dafür bekommen, weil es halt ein krasser Erste-Hilfe-Kasten ist.
Das heißt, wenn wir das nächste Mal so ein krasses Objekt herstellen, können wir das richtig gut verhökern. Die Waffe könnten wir machen, um Essen herzustellen. Captain, es ist endlich soweit. Wir erhalten eine Übertragung. Es scheint von irgendwo auf diesem Planeten zu stammen. Hören wir sie ab? Oh, das ist interessant. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Gruppe von anderen Überlebenden gibt. Sie stecken auch auf dem Planeten fest, scheinen aber einige Ressourcen zu haben, die dir fehlen. Vielleicht kannst du mit ihnen Vorräte, vielleicht kannst du mit ihren Vorräten dein Schiff startklar machen. Oh Gott. Ein Mitglied dieser anderen Gruppe ist immer noch in der Leitung. Wirst du versuchen, dich mit ihnen anzufreunden oder ihnen drohen, um deine Autorität unter Beweis zu stellen? Das letzte Mal haben wir ja die Intelligenzschiene gemacht, aber wir haben so wenig Intelligenz, dass sich das nicht lohnt. Ich hoffe einfach nur, dass es funktioniert. Oh, Tag 35. Ah, okay, Freunde. Ob unsere Drohung funktioniert hat und ob wir jetzt in Kürze sterben, das erfahren wir in der nächsten Folge oder wenn ich nur 5 Minuten lebe, gleich im Anschluss. Haut rein, euer Zero. Tschüss.